Herzlich willkommen zu dem Videotutorial von TB FTP-Sync, ein FTP-Synchronisationsprogramm, um Daten entweder von der Festplatte mit einem FTP-Server zu synchronisieren oder andersherum. Zum Beispiel ein DJ. Wenn ein DJ eine Homepage hat und der DJ erstellt Lieder, dann kann er die Lieder direkt in seinen Ordner einfügen oder diese Lieder direkt dort abspeichern nach der Erstellung. Und schon werden die Lieder automatisch auf seinen FTP hochgeladen und stehen damit sofort zum Download bereit. Oder ein Programmierer, der Software entwickelt, kann die Software entwickeln, sie direkt in dem Ordner abspeichern, den er halt angibt, und schon wird es halt direkt mit dem FTP-Server synchronisiert und auch das steht zum Download bereit. Oder wenn ich eine Homepage schreibe, ich schreibe die Homepage offline, schreibe sie direkt in einem Ordner und es wird automatisch synchronisiert und die Homepage ist 1:1 online. Ich habe also dieses Programm, dieses setup-tb-ftpsync.exe von freeware.de heruntergeladen und werde jetzt also die Installation starten. Das tue ich durch einen Doppelklick, die Installation beginnt. Also getrost auf Next klicken. Nun wird die Software installiert, das geht ganz schnell. Hier wird geprüft, ob NetFramework 2.0 verfügbar ist, das benötigt die Software. In meinem Fall ist es verfügbar, andernfalls könnte ich es hier noch downloaden und installieren. Zack, da war das Fenster schon wieder zu und das Programm startet direkt automatisch nach der Installation. Wartet allerdings auf eine Konfigurationsfile. Aufgrund der Neuinstallation ist natürlich allerdings keine Konfigurationsfile vorhanden. Dementsprechend werden nach diesen 3 Sekunden noch die Standardwerte in den Feldern eingetragen. Das ist in diesem Fall My Pictures, also eigene Bilder im HDD Local Folder, und im FTP Web Folder ist das www.yourdomain.com. Im Folder ist es Subfolder und im User ist es Username und das Passwort ist leer. Diese Meldung hier sagt, please select any direction to synchronize, heißt also, ich soll eine andere Synchronisationsart wählen, da hier bei der Synchronisationsart momentan keine ausgewählt ist. Diese Meldung bestätige ich nun erstmal getrost mit OK und werde zunächst erstmal die Synchronisation stoppen. Da ich ja hier auch noch keine Daten und nichts eingetragen habe und hier auch noch nichts ausgewählt habe und die Synchronisation allerdings automatisch gestartet wird bei Öffnen des Programms. So, nun wähle ich hier erstmal meinen Ordner aus, den ich mit meinem FTP-Server synchronisieren möchte. In meinem Fall ist das d:eigene Dateien Homepages Vogel. In dem FTP-Webfolder, in der FTP-URL, trage ich also meine private URL ein, um das demonstrieren zu können. In meinem Fall ist das forum-suspect.de. So, ich habe hier noch einen Subfolder auf meinem Webspace eingerichtet. Diesen Ordner habe ich Vogel genannt. Dann gebe ich hier noch meinen Username zu meinem FTP-Server ein. Dieser ist in meinem Fall Timon. Und dann gebe ich natürlich noch mein Passwort ein, welches ein paar Sternchen sind. So, nun wähle ich hier die Synchronisationsart. Da habe ich einmal HDD zu FTP. Ja, steht dahinter. Only upload local files to FTP. Heißt also, ich kopiere einfach die Daten von meinem lokalen Ordner, also sprich von meiner Festplatte, auf den Webspace. Was anderes passiert nicht, also die Daten werden 1:1 kopiert. Und sobald ich in den Ordner, den ich angegeben habe, was einfüge, eine neue Datei, wird die auch nachgeladen auf den FTP-Server. Und dann habe ich hier HDD und FTP. In dem Fall ist aber HDD der Master, heißt also der Ordner der Festplatte, also sprich eigene Dateien Homepage Vogel, wird direkt mit dem FTP-Server synchronisiert, gespiegelt. Sprich, es würde Folgendes passieren: Wenn ich nun auf der Festplatte in dem Ordner eine Datei einfüge, wird die hochgeladen, ist genau das gleiche wie bei HDD zu FTP, aber wenn ich dann noch eine Datei lösche in dem Ordner, wird diese Datei auf dem FTP-Server auch gelöscht. Also es ist eine direkte Spiegelung, eine 1:1 Kopie von dem Ordner auf der Festplatte. Dann habe ich hier noch FTP zu HDD, das heißt also, dass der Inhalt des FTP-Ordners oder eines FTP-Ordners, den ich halt angebe, direkt in den Ordner der Festplatte, den ich angegeben habe, kopiert wird.
1:1. Und wenn irgendjemand anderes von außerhalb Dateien auf diesen FTP-Server hochlädt, werden die dann direkt dank des TB-FTP-Sync heruntergeladen und auf meine Festplatte gespeichert. Und FTP-HDD, wo FTP der Master ist, heißt also, dass ein Ordner auf dem FTP-Space direkt, in dem Fall jetzt Vogel, wird direkt synchronisiert werden mit einem Ordner auf der Festplatte. Heißt also, wenn ich jetzt auf dem FTP-Server in einem bestimmten Ordner, den ich angebe, 5 Daten habe und ich gebe einen Ordner auf der Festplatte an, der leer ist, werden die 5 Daten heruntergeladen und schon habe ich die Daten auf meiner Festplatte drauf. Selbstverständlich, wenn ich jetzt die Daten auf dem FTP-Server löschen würde, würden diese dann auf der Festplatte auch wieder gelöscht werden. Ich möchte euch heute die Funktion HDD zu FTP vorstellen. Heißt also, dass mein Ordner Homepage Vogel der Hauptordner ist und dieser Ordner halt direkt mit dem FTP-Server gespiegelt wird. Also wähle ich diese Möglichkeit aus. Bevor ich die Synchronisation starte, habe ich hier noch den WebFTP geöffnet. So, WebFTP verbunden mit forumsuspect.de. Das ist der Ordner Vogel und wie Sie sehen können, ist der Ordner komplett leer. Und nun werde ich also hier die Synchronisation starten. Kann also jetzt auch schon getrost, nachdem das Upload-Fenster verschwunden ist, kann ich also getrost das Fenster minimieren. Damit ist der FTP-Sync minimiert im Tray und läuft aber nach wie vor weiter. Und nun werden hier halt nach und nach die Daten hochgeladen, die ich im Ordner Vogel drin habe. Unter anderem die ABCD003-JPEG und die DSC00282-JPEG, Avatar 15-GIF, noch ein paar HTML-Dateien und noch ein paar PHP-Dateien. Diese werden also jetzt nach und nach alle hochgeladen. Und damit sollte es auch schon beendet sein. Ich habe hier also jetzt einige Dateien. Die gleichen Dateien habe ich in meinem Vogelordner, wie man hier sehen kann. Nun werde ich also entsprechend noch eine weitere Datei in den Ordner Vogel hochladen. In diesem Fall wähle ich jetzt mal die Toastbrot-JPEG. Die werde ich jetzt in den Ordner Vogel hineinschieben. Und die wird dann mit dem FTP-Server synchronisiert. Das dauert ein bisschen. So, nun können wir hier getrost nochmal aktualisieren und siehe da, die Toastbrot-JPEG wurde mittlerweile aktualisiert, also hochgeladen. Das kann ich natürlich gern auch nochmal nachprüfen, indem ich also auf www.forum-suspect.de gehe, anschließend /Vogel eingebe und dann /toastbrot.jpg, wie ich sie gerade hochgeladen habe, und siehe da, das Bild ist da. Dieses Bild ist übrigens eine Eigenkreation. Gut, dann werde ich jetzt also nochmals die Toastbrot-JPEG hier wieder aus dem Ordner herauslöschen, um halt zu demonstrieren, dass die Synchronisation also wirklich 1:1 funktioniert. Das Löschen kann allerdings ein wenig länger dauern, ehe es von dem Webspace gelöscht wird. Ich werde aber trotzdem nochmals hier direkt aktualisieren. Oh, in diesem Fall ging es sehr schnell, ich bin erstaunt. Und damit ist die Toastbrot-JPEG von dem FTP-Server wieder weg. Wie Sie sehen können, kommt einfach nur die Fehlermeldung, replace.net. Diese Seite ist leider nicht mehr verfügbar, Fehler 404. Nun werde ich hier allerdings nochmal ganz einfach die Index.html von der Homepage löschen, also sprich aus meinem lokalen Ordner die eigene Dateien Homepage Vogel herauslöschen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dürfte die Index.html, was jetzt diese Seite ist, schon weg sein. Ich aktualisiere, gesehen habe, wurde die Index.html gerade automatisch herausgelöscht, sodass ich jetzt also hier getrost aktualisieren kann und einfach nur das Ordnerverzeichnis bekomme, da ja die Index.html nicht mehr da ist. So, ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich für das Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit dem TB-FTP-Sync und hoffe, ihr habt genauso viel Freude wie ich daran. Bis